Herr Rabe! Ja, wir haben Besuch. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen. Sie sind jetzt hier in Berlin. Das hat einen Grund. Deswegen sind Sie hier. Generell Sie heute haben mich eingeladen. Ich hoffe, dass Sie mir gleich erklären, warum. Ja, das erklären wir Ihnen gleich gerne, wenn Sie uns erstmal sagen, warum Sie überhaupt hier in Berlin sind. Sie treten sicherlich auf. Ich lebe in Berlin. Und das seit 15 Jahren. Und heute Abend wird natürlich gearbeitet. Also ich meine, heute Abend werde ich Musik machen mit dem Palastorchester. Wo genau? Wir sind in der Max-Schmeling-Halle und im ICC. Da finden in jeweils... In der City jetzt, oder? Im ICC, im Internationalen Kongresszentrum. Da finden jeweils... In der City wäre aber auch schon, müssen Sie zugeben. Also so richtig so. Aber ich glaube, da haben wir doch etwas von Max Rabe doch zu sehen, oder nicht? Da zieht's. Bitte? Im Intercity zieht's. Fahren Sie nicht gerne zu? Im Zug zieht's. Doch, ich fahre schon Zug. Wo zieht's? Im Zug. Ich. Ach so. Ja, das können Sie euch gerne behalten. Wir, denke ich, haben noch was von Ihnen zu sehen, oder jetzt? Ich weiß nicht. Ich habe nichts dabei. Ich kann keine Zauberkunststücke vorführen. Und ansonsten, glaube ich, müssten alle anderen Geschichten Sie veranstalten heute. Dann wollen wir mal schauen. Schauen wir doch einfach mal da rein. Ein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich? Den Zustand find ich höchst fatal, für heutige Zeiten nicht normal, wo jeder nur darüber klagt, das Telefon an Nerven nagt. Ich trau mich kaum mehr aus der Tür, denn stets hab ich vermutet, Da sind wir wieder. Und das war ein Schlager der 20er, 30er Jahre. Das war ein Schlager von 1992. Von Mir. Aber die Musikrichtung 20er, 30er Jahre? Sie sind blendend informiert. Wir haben uns mit dem Palastorchester der Musik der 20er und 30er Jahre in den Originalarrangements verschrieben. Warum? Weil es so eine gute Musik ist, die, als wir uns darum gekümmert haben, eigentlich ziemlich brach lag. Und dieses Stück, Kein Schwein ruft mich an, war das erste Stück, das ich... Mich ruft auch niemand an, Entschuldigung, aber das kann ist Wahnsinn. Passieren. Woran das Das Lied ist sehr, sehr gut. Da muss ich fast immer meinen, weil das so stimmt. Ja. Haben Sie nicht einen Tipp für Michael vielleicht? Geht schon. Kein, darf ich dir mal was fragen? Kein Alkohol mehr heute. Ich hab der trinkt überhaupt keinen Gottes Alkohol. Willen. Vielleicht ist es das. Nein, Max, aber wie machst du das mit diesem... Du rollst ja das R, ne? Wie? Ja, das ist gib mir mal da so einen Tipp, wie du das immer so machst. Sprachkultur fängt damit an, dass man immer von in der Maske spricht und das R auch vorne rollt. Das macht man natürlich im Alltag selten. Großartig, wäre das jetzt so richtig gewesen. Genau. Aber auf der Bühne trägt es besser im Saal, wenn man in der Maske spricht. Im Saal. Also ich finde, Michael kann zumindest das mit dem R kann er auch schon so ganz gut. Also wenn er noch ein bisschen übt, hätten Sie Platz für Gibt's eine bestimmte Übung jetzt mal irgendwie jetzt wirklich? Eine Technik, dass man jetzt die ganze Zeit nur das R rollt, die ganze Zeit durchrollt. Also, oder ist das jetzt Quatsch, was ich da sage? Es gibt so Sprachübungen, ja. Die... Mach mal eine bestimmte rollende R. Wie Richard rollt Rüben runter. Ach so, man spricht das dann in ganzen Sätzen. Richard rollt Rüben runter. Aber du würdest jetzt nicht da die ganze Zeit nur... Ich hab das gelernt in meinem Studium, da gab es einen extra R-Kurs. Vorher konnte ich das auch nicht. Ja. Gibt denn noch aber sowas? Was haben Sie denn für eine Ausbildung? Nicht ich nur einen R-Kurs. Ich habe mich hier an der Hochschule der Künste zum Sänger ausbilden lassen, Opernsänger. Und habe dann, wie alle im Orchester, sich nach und nach dazu entschlossen, das Palastorchester als Hauptintention weiter zu betreiben. Max, warum hast du gerade dieses Repertoire genommen, die 20er Jahre jetzt zum Beispiel? Warum, wie sind da deine Vorlieben? Das war ein Zufall. Wir haben einen Schwung Noten aus dieser Zeit bekommen
und haben die angespielt, festgestellt, ich meine, wir waren Musikstudenten und wenn man dann altes Notenmaterial vorfindet, dann wird das Interesse wach. Haben das zunächst so bei Studentenbällen und so weiter eingesetzt und dann lief das so gut, dass wir das als Hauptberuf weitergeführt haben. Max, es ist ja so, dass sich ja irgendwie vor allen Dingen ja jetzt bei uns in den 90ern sich alles Mögliche wiederholt hat. Zum Beispiel vor allen Dingen die 70er. Ich habe das Gefühl, wenn man sich jetzt so ein paar Modehefte anschaut, dass es die 80er sind, auch von der Fotografie her. Steven Meisel zum Beispiel, der fotografiert jetzt alles in den 80ern. Da habe ich auch was Ahnung, was. Aber jetzt, meinst du jetzt zum Beispiel die 20er? Ist da auch ein Revival-Feeling? Meinst du, gibt es viele, die die CD kaufen, dass es jetzt auch der Trend wird? Ich glaube, wenn es ein richtiger Trend hätte werden sollen, dann wäre das schon zu dem Comedian Harmonist-Film passiert. Es ist ein wachsendes und stehendes Interesse dafür da und ich hoffe nicht, dass es ein Trend wird, das wäre albern. Es gibt einfach eine spezielle Zielgruppe, oder? Ja, nun, ich meine, man spielt ja auch Musik des Barock und der Frührenaissance und kein Mensch wundert sich, warum. Und so wird es mit dieser Musik auch sein. Sie ist gut, sie hat Qualität. Hier sieht es aus. Und deswegen wird sie gemacht. Silvester. Apropos Silvester, was machen Sie denn heute Abend wirklich Silvester? Sie treten auf, das haben wir inzwischen mitbekommen. Ja. Aber wo und wie stoßen Sie an? Das wird sich in die Dramaturgie des Abends einflechten. Ich glaube, in Japan kann was jetzt gerade abgehen, habe ich das Gefühl irgendwie. Müssen wir nach Japan schalten? Ja. Können Sie nicht anstoßen, aber ich denke. Also wir stoßen irgendwie an, wie andere Leute auch, so zwischenzeitlich. Haben Sie sich was? En passant, um 12 wahrscheinlich. Könnte sein, könnte sein. Aber ich glaube, in Japan geht jetzt um was ab. Dann gucken wir uns das doch erstmal an. Das möchte ich gern sehen. Japan, da stoßen die vielleicht auch an. Die werden bestimmt anstoßen. Das ganze Team nach vorne mal hier. Das ist so langsam wie es gerade. Ein riesiger Applaus für das fleißige Team. Danke. Die trauen sich doch. Na also. Ja, die Kameras sind im Moment unbemannt. All die Menschen haben wir es zu verdanken, dass wir überhaupt hier sind und dass das alles wunderbar geklappt hat. Und alle haben durchgehalten. Nochmal, frohes neues Jahr. Alles, alles Gute. Gesundheit, Frieden. Macht's gut. Dass all eure Wünsche und Träume bloß bitte in Erfüllung gehen sollen. Genau. And one love. Jetzt schlaft euch aus, jetzt dürft ihr abschalten.